habe jetzt hier mal die Kamera mitgenommen, um euch zu zeigen, wo wir hier überall rumsteigen und wie so die Tesla-Häuser hier in die Garde ausschauen. Hier sind wir jetzt bei der Marusaka-Käufer, einem Spezialist für Metallic und Daozu-Fische. Auch befreundet mit unserem Freund, Bekannten, Tsuyoshi Kawakami von Torase-Käufer. Vielleicht beschlägt die Kamera jetzt etwas von der Luftfeuchte hier drin. Und so klettert man halt von einem Fischhaus ins nächste, guckt sich die Tesser an, guckt sich das Verhalten der Tesser an, wie sind die Tiere drauf, sind sie gut durchgefüttert, sind sie dick, sind sie plakativ, habe ich dafür einen Kunden, kann ich mir das vorstellen, oder entsprechen sie eben nicht so ganz meinen Vorstellungen. Hier im Hintergrund sind ja die Futterautomaten, die natürlich die einjährige Brut aufziehen, und ihr seht die Versorgungsleitung mit dem Wasser und im Hintergrund dann auch ganz nach links rüber die Filteranlage, die unter dem Holzsteg untergebracht ist, darauf dann verschiedene Halterungsbecken und so weiter.